Was ist eigentlich Money Mindset? Das möchte ich hier mal als erstes klären. Und Mindset ist das Setting, die Sammlung, die Kollektion von all den Dingen, die du in deinem Mind, also in deinen Gedanken mit dir trägst. Letzten Endes ist es aber noch viel mehr als die Gesamtheit deiner Gedanken zu einem Thema, in dem Fall zum Thema Geld, sondern es ist letzten Endes das ganze Konglomerat aus Überzeugungen, aus Erfahrungen, aus immer wieder erlebten Dingen, die zu Mustern in deinem Leben geworden sind, die bestimmen, was und wie du über Geld denkst. Und letzten Endes ist das, wie du über Geld denkst, nur das Kirschchen auf deinem Kuchen. Und der ganze Kuchen darunter oder auch der ganze Eisberg unten drunter beinhaltet ganz, ganz viele Dinge, die du in deinem bewussten Denken gar nicht so ganz klar ansteuern kannst, die jetzt vielleicht für dich sogar überraschend sind und wo du in dir drin vielleicht Gedanken hast oder Erfahrungen, Prägungen, die machen, dass im Außen deine Ergebnisse immer wieder anders sind, als du sie dir eigentlich wünschen würdest, weil dein unterbewusstes System, also nicht deine bewussten Gedanken, sondern dein unterbewusstes System, immer wieder gleiche Routinen wiederholt, immer wieder zu gleichen Ergebnissen führt, obwohl du es eigentlich anders haben wollen würdest. Und in dieses ganze Konglomerat aus bewussten Gedanken, aber auch aus unterbewussten Steuerungsmechanismen kann man eingreifen und es umprogrammieren, sodass wir keine, sagen wir mal, nicht förderlichen oder sogar hinderlichen Strukturen, Glaubenssätze, Überzeugungen, Handlungsmuster, Automatismen mehr in unserem System haben, die immer und immer wieder dazu führen, dass wir Dinge tun, die uns nicht dahin bringen, wo wir hinwollen. Ja, all das gemeinsam zusammen fasse ich hier unter Money Mindset zusammen und ich möchte in den nächsten Videos ein paar Hinweise, ein paar Inspirationen dazu geben, wie du dieses Komplettsystem deines Money Mindsets so für dich nutzen kannst, dass du im Außen zu den Ergebnissen kommst, die du dir wünschst und nicht immer wieder wie an Schnüre einer Marionette Dinge tust, die du eigentlich gar nicht wolltest. Und dafür möchte ich dich als erstes mal einladen, Bewusstsein darauf zu lenken, wie die Ergebnisse sind, die mit Geld, die mit Vermögen, die mit Reichtum zu tun haben in deinem Leben sind und auch wie deine Gedanken dazu sind. Vielleicht schnappst du dir mal einen Stift und einen Zettel und schreibst alles auf, was du über Geld denkst. Ja, was bedeutet Geld für dich? Was bedeutet Reichtum für dich? Was verbindest du mit Menschen, die reich sind? Welche Eigenschaften schreibst du ihnen zu? Welche Eigenschaften schreibst du dir zu? Ja, und ganz häufig kommen dabei ganz alte Überzeugungen, die wir irgendwo getankt haben, an die sich unser Unterbewusstsein angedockt hat, die uns aber gar nicht mehr so bewusst sind. Häufig haben wir diese Konzepte von Gut und Böse, von Arm und Reich, von den edlen Rittern oder nicht den edlen Rittern, eher den edlen Armen und den Halunken von Robin Hood, ja, von dem bösen, reichen Landlord, dem da alles gestohlen werden muss, den Reichen genommen und den Armen gegeben. Und das sind Konzepte, die wir ganz viel in der Filmindustrie sehen, die wir ganz viel in Büchern lesen, die wir auch ganz viel in der Gesellschaft immer wieder vor die Nase gesetzt kriegen, die eine Konzeption und eine Idee davon formen, wie wir auf Reich und auf Arm blicken, welcher Gruppe wir uns zugehörig finden, wo wir Loyalität empfinden und wo nicht, wo wir um Gottes Willen nicht zugehören wollen. Und das gilt es erstmal ein bisschen herauszufinden, indem du dich wirklich auf die Suche machst und dich mal hinsetzt und überlegst, was macht der Satz, ich bin reich mit dir? Was macht der Satz, ich habe mehr Geld, als ich jemals ausgeben kann mit dir? Was macht der Satz, ich muss für mein Geld nicht mehr arbeiten mit dir? Was macht der Satz, ich liebe Geld mit dir?
Fühlt sich das ein bisschen schmierig, blöd an? Möchtest du das nicht sagen und lieber eine Distanz zwischen dich und dieses Thema bringen? Oder fühlt sich das gut an? Fühlt sich das prickelig und okay an? Bei den allermeisten Menschen mit Geld fühlt sich das völlig selbstverständlich an, so wie ich putze mir morgens die Zähne oder welche Hose ziehe ich heute an. Ja, das ist überhaupt nichts, was mit negativen Gefühlen assoziiert ist. Bei den meisten Menschen ohne viel Geld fühlt sich das ein bisschen an. Ja, ich bin reich. Ich liebe Geld. Darf man sowas sagen? Hört sich das nicht ganz fürchterlich an? Sollte man nicht bescheiden sein? Und ich möchte dich ganz, ganz herzlich einladen, dich mit diesen Gedanken zu befassen, genau hinzuschauen, zu analysieren, was denke ich denn über Geld? Was fühle ich? Nicht nur, was denke ich, auch was fühle ich? Was sagt auch mein System zu Geld? Und ich habe ein paar spannende Übungen, ein paar spannende Konzepte und Ideen, die ich gerne mit dir teilen möchte. Freue mich auf jeden Fall, wenn ich dir hier so ein paar erste Ansätze liefern kann, um dein Verhältnis zu Geld richtig cool zu ändern, sodass du dem Geld Tor und Tür aufmachen kannst, damit es in Strömen zu dir kommen kann. Und freue mich, wenn du im nächsten Video wieder mit dabei bist.